Hi und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Freiheitsliebe Leben. Heute geht es wieder um das Thema Minimalismus, aber diesmal Minimalismus mit Kindern. Wie bringe ich meinem Kind Minimalismus bei? Ist es überhaupt sinnvoll? Ich habe mir da natürlich viele Gedanken drüber gemacht, denn ich bin Mutter eines 7-jährigen Sohnes und bin vor 5 Jahren ungefähr mit dem Thema Minimalismus angefangen. Und ich glaube, wenn man mit diesem Thema anfängt und Mutter ist, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auch drauf, sollte mein Kind auch Minimalist sein? Wie viele Spielsachen, wie viele Kleidungsstücke etc. braucht mein Kind? Ist das alles wirklich sinnvoll? Braucht ein Kind richtig viel Spielzeug? Ist es gut für das Kind, ganz, ganz viel Spielzeug zu haben? Ist es besser für das Kind, wenig Spielzeug zu haben? Und ich möchte euch heute erzählen, wie ich über das Thema denke. Ihr habt mir jetzt schon öfter in die Kommentare geschrieben, dass ich mal was zu diesem Thema sagen soll oder mal zu dem Thema machen soll. Wenn ihr da also weitere Fragen habt oder so, schreibt es auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare. Ja, ich habe für heute 8 Punkte mitgebracht, die ich eben mal zusammengetragen habe, wo ich finde, das sind Gründe, die man beachten sollte, das sind Dinge, die man beachten sollte, das sind für mich gute Argumente und vor allen Dingen, das sind auch die Nutzen, die das Kind daraus zieht. Denn ich denke, man sollte niemals ein Kind Minimalist werden lassen, nur weil man selber jetzt den Minimalismus als Modeerscheinung so toll findet. Warum wir Erwachsenen Minimalismus praktizieren und warum wir denken, dass er uns gut tut, darüber habe ich auch schon in mehreren Videos gesprochen. Es ist aber natürlich immer so ein Ding, wenn man sein Kind erzieht und dem Kind sagt, was gut und was schlecht ist. So funktioniert natürlich einfach Erziehung, so funktioniert die Welt. Wir leiten unsere Kinder halt einfach irgendwie so in die Richtung und sagen, hey, das ist irgendwie richtig, das ist falsch. Wir geben ihnen halt einfach so ein Werteverständnis, wir geben ihnen Werte und Normen mit. Und da gehört natürlich auch sowas wie Maximalismus oder Minimalismus zu. Möchte ich also, dass mein Kind denkt, wenig zu haben ist gut? Oder möchte ich, dass mein Kind denkt, viel haben ist gut? Und da kommen wir schon zu Punkt Nummer 1, früh prägt. Ich denke, wer sich dazu entschließt, sein Kind minimalistisch zu erziehen, sollte das so früh wie möglich machen. Alles, was wir von klein auf an lernen, das erlernen wir irgendwie sehr natürlich. Und wir gehen davon aus, dass das Dinge sind, die nun mal einfach so sind. Wir werden geprägt in unserer Kindheit und je früher wir damit anfangen, minimalistisch zu leben, desto normaler ist es für uns. Wenn wir ein Kind jetzt erst jahrelang maximalistisch erziehen und mit Spielzeugen und Geschenken und weiß nicht was alles überhäufen und ihm dann irgendwann in so einer riesen Ausmistaktion, weil wir jetzt meinen, jetzt muss das Kind unbedingt minimalistisch leben, dann alles wegnehmen, dann entsteht natürlich so ein totaler Mangelgedanke und das Kind fragt sich, hey, warum wird mir jetzt gerade alles weggenommen? Bedeutet, das Kind sieht ja überhaupt gar nicht wirklich diesen Vorteil des Minimalismus, weil das Kind einfach das Gefühl hat, dass ihm alles weggenommen wird. Je früher wir also damit anfangen, unserem Kind zu erklären auch wirklich, warum Minimalismus gut ist, desto besser. Punkt Nummer 2, Bewusstsein für Konsum. Ich weiß, manche werden sagen, hey, mein Kind ist 3, 4, vielleicht 5 und es versteht es doch noch überhaupt gar nicht. Und ich muss für meinen Teil muss aber sagen, ich bin ganz früh angefangen und ich habe auch, wo er 3 war, ihm erklärt, dass die Sachen Geld kosten, dass für die Dinge einfach Rohstoffe verbraucht werden, dass es gut für die Umwelt ist, dass es nicht gut für die Umwelt ist. Und auch sowas wie, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst, wenn man mal so will, ja? Das ist ja auch so ein schöner Spruch, den man immer wieder hört. Aber es stimmt. Und dieses Bewusstsein für Konsum überhaupt erst zu schaffen, das schafft man auch nur, wenn man von klein auf oder einfach möglichst früh anfängt, dem Kind die Dinge zu erklären. Selbst in dem Alter, wo es das noch überhaupt gar nicht versteht. Aber nur weil er es mit 3 Jahren vielleicht noch nicht richtig begreifen und allumfassen kann, bedeutet das ja nicht, dass ich ihm nicht die richtige Erklärung dafür liefern darf. Denn den Grund wird er sich trotzdem merken und irgendwann in den nächsten Jahren wird es irgendwann mal Klick machen und er wird es verstehen. Denn wenn ich jetzt erst die ganze Zeit sage, du kannst nicht mehr Spielzeug bekommen, weil deine Schränke sind voll und ich 3 Jahre später auf einmal einen ganz anderen Grund nenne, ist das Kind natürlich hinterher irgendwie total verwirrt und fragt sich, ja okay, jetzt habe ich aber mehr Platz in den Schränken. Du hast jahrelang gesagt, ich darf nur nichts haben, weil ich
keinen Platz in den Schränken habe. Jetzt habe ich doch einen neuen Schrank, warum darf ich jetzt keine Sachen haben? Und wenn man dann erst mit diesem Bewusstsein für Konsum anfängt, wird es relativ schwierig, denn je älter sie werden, desto anfälliger werden sie natürlich auch für Werbung oder sehen etwas bei Schulkameraden, was sie halt auch unbedingt haben möchten. Und deswegen glaube ich, dass dieses Bewusstsein schaffen für Konsum, woher die Dinge kommen, was das auch für die Welt bedeutet, wenn Dinge produziert werden. Dass es zum Beispiel auch Kinder gibt, die einfach gar kein Spielzeug haben. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in einer Gesellschaft geboren sind, wo wir uns theoretisch jeden Tag 200.000 Spielzeuge bestellen können. Das ist einfach nicht selbstverständlich und ich finde es heutzutage wahrscheinlich sogar noch wichtiger als jemals zuvor, wo unsere Kinder so viele Möglichkeiten haben werden, ihnen früh beizubringen, dass jede Handlung auch immer eine Konsequenz nach sich zieht und dass jeder Konsum immer einen Fußabdruck hinterlässt. Ich weiß, manche Eltern möchten das nicht, manche Eltern machen das nicht, weil sie denken, hey, mein Kind soll total unbeschwert aufwachsen und ich finde den Gedanken irgendwo schön. Ich finde es ist total liebevoll gemeint. Ich glaube aber, dass wir unseren Kindern damit keinen Gefallen tun, wenn wir jahrelang sie vor allem Möglichen abschirmen und ihnen nicht klar machen, dass alles in der Welt irgendwo immer eine Konsequenz hat, egal ob wir uns dafür oder dagegen entscheiden. Denn jedes Kind lernt schon beim Laufen, wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich nicht darauf achte, wo ich meine Füße hinsetze, dann lande ich hinterher auf dem Popo. Alles im Leben hat Konsequenzen und sie auch an die Konsequenzen von Konsum früh natürlich liebevoll und vorsichtig ranzuführen, war für mich bislang auf jeden Fall die Art, die ich auch immer wieder machen würde. Punkt Nummer 3, es ist nachhaltig. Natürlich wollen wir, dass unsere Kinder glücklich sind. Aber ich glaube, heutzutage durch die Industrialisierung ist die Welt schon echt sehr, sehr kaputt gemacht worden. Und wenn jeder nur so ein klein bisschen aufpasst, dass er vielleicht nicht noch so viel mehr kaputt macht und guckt, wo wir halt einfach unseren Teil leisten können, dann sollten wir das halt einfach tun, wenn uns das möglich ist. Und nicht jedes 1-Euro-Spielzeug zu kaufen, an dem man gerade vorbeiläuft, was nach 2 Stunden wahrscheinlich sowieso kaputt geht, im Müll landet und die Müllberge auf dieser Welt einfach nur noch mehr vergrößert, ist, denke ich mal, kein ganz unerheblicher Teil, den wir dazu beitragen können. Die Dinge, die werden produziert, die werden oft unter schlechten Bedingungen produziert. Es wird sehr, sehr viel Erdöl und Co. für die ganze Kunststoffherstellung benötigt, denn ja, die meisten Kinderspielzeuge sind nun mal halt einfach aus Plastik, es ist leider so. Und daher denke ich, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht jedem Quengel nachgeben und vielleicht auch nicht jedem Wunsch. Denn wenn wir helfen, die Welt noch kaputter zu machen, dann haben unsere Kinder irgendwann keine Welt mehr. Und ganz ehrlich, ich finde es sehr viel wichtiger, dass mein Sohn später eine funktionierende Welt hat, als dass er jetzt jedes 1-Euro-Spielzeug bekommt, was er sieht. Und wenn ihr genau diese Gründe euren Kindern auch immer wieder erklärt, dann verstehen die das auch irgendwann. Natürlich, als er 3 war, als er 4 war, als er 5 war, auch noch nicht ganz, so ein bisschen da hat das versucht, aber da hat das natürlich auch nicht irgendwie in der Gänze begriffen, aber das war halt auch nicht schlimm. Er hat es halt einfach akzeptiert und wusste, okay, das ist halt einfach so. Warum verstehe ich noch nicht ganz, aber nun gut. Und man hat richtig gemerkt, als er 6 war, da fing er an, sich auch für Planeten, für die Erde und so zu interessieren und da hat so sein Interessensgebiet so ein bisschen gewechselt, so von Dinos hin zu Planeten, Erde, Steine und halt eben auch so ein bisschen Nachhaltigkeit. Und er hat viel gefragt, er möchte sich viel auch auf YouTube angucken zu dem Thema und lernen. Er ist total wissbegierig und das finde ich sehr, sehr schön. Denn irgendwann hat er natürlich angefangen zu hinterfragen, okay, aber warum ist das denn schlecht für die Welt? Er hat Empathie entwickelt. Empathie mit der Erde, mit der Welt. Und jetzt, wo er 7 ist, ist es oftmals sogar so, dass er mir sagt, hey, aber das ist aus Plastik, warum kaufst du das? Bedeutet, wenn ihr möchtet, dass eure Kinder auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bekommen, dass sie verstehen und wirklich verinnerlichen, warum kauft man nicht
jeden Mist, den man sieht? Warum schmeißt man nicht alles einfach weg, sondern versucht, das vielleicht auch zu verkaufen oder zu spenden oder zu verschenken? Oder auch solche Dinge wie, warum sollte man kein Essen wegschmeißen und. Dann erklärt es euren Kindern. Total egal, wie klein sie sind. Punkt Nummer 4, einfacher aufräumen. Ja, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der wirklich sehr interessant für die Kinder selbst wird. Nicht nur, weil sie sich irgendwann vielleicht später dafür interessieren, so wie mein Sohn, sondern etwas, wo sie im Alltag wirklich effektiv etwas von haben. Mein Sohn hatte zum Beispiel jetzt vor dem Umzug wieder einiges an Spielzeug angesammelt. Und das passiert natürlich halt einfach, weil auch zu Weihnachten und Geburtstag und so gibt es natürlich immer mal wieder was. Und wir hatten jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr aussortiert. Aber wegen dem Umzug habe ich natürlich gesagt, wir gehen einmal durch dein komplettes Zimmer durch und misten einmal aus. Das war nämlich auch bitter nötig. Denn die Wochen vorher hatte ich schon bemerkt, dass das langsam mal wieder ansteht. Und zwar, weil er sich immer wieder beschwert hat beim Aufräumen. Natürlich, er beschwert sich auch jetzt immer noch beim Aufräumen, aber ich habe immer wieder so zwischendurch Sätze rausgehört. Und vielleicht könnt ihr da auch einfach mal eure Ohren spitzen, warum es eurem Kind etwas ausmacht, aufzuräumen. Natürlich haben sie mal keine Lust, sie möchten irgendwie was anderes machen, das ist absolut ganz normal. Aber ich habe des Öfteren einen Satz gehört wie, warum muss ich das alles aufräumen? Ich möchte da sowieso nicht mitspielen. Oder, warum soll ich das aufräumen? Ich spiele da doch gar nicht mit, das war mein Besuch. Und es waren immer wieder die gleichen Teile. Bei uns war das zum Beispiel vor allen Dingen Lego Duplo. Das hat er natürlich gekriegt, der war relativ klein, aber da kann man auch mitspielen, wenn man größer ist. Es war halt einfach irgendwie noch da. Und unser Besuch hat da manchmal gerne mitgespielt und wie das so ist, nicht immer räumen die Kinder komplett auf, wenn sie halt irgendwie aufhören zu spielen und der Besuch wieder geht. Und es hat ihm echt immer viel ausgemacht aufzuräumen, weil dann hatte er seine Dinos draußen, dann war die Eisenbahn draußen, Lego Duplo war draußen, das normale Lego war draußen, das Playmobil war draußen, die Kuscheltiere lagen überall herum, Stifte wurden durch die Gegend geschmissen, vielleicht auch noch irgendwelche gemalten Blätter. Ja, das sind schon einige Sachen und ich habe dann jetzt natürlich nicht alles aufgezählt, was dann halt einfach irgendwie alles da war. Und dann habe ich das einfach beobachtet und habe gesehen, okay, er spielt wirklich nicht mehr mit diesem Lego Duplo. Und es hat ihn wirklich genervt beim Aufräumen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es total verstehen. Was habe ich euch gesagt hier beim Wohnungswechsel? Ich habe jetzt ein Zimmer weniger und ich habe wirklich einige Quadratmeter weniger. Und mich hat es vorher genervt, die Quadratmeter und die Zimmer und so viel Platz und so viele Sachen halt einfach irgendwie vollstellen zu müssen, dekorieren zu müssen, sauber machen zu müssen, aufräumen zu müssen, etc., etc., die ich überhaupt gar nicht haben möchte, die ich überhaupt gar nicht benutze, die ich nicht brauche. Ihr werdet mit Sicherheit auch bei euch selbst Beispiele finden. Und da könnt ihr dann einfach beobachten, sagt das Kind das jetzt nur, weil es gerade die letzten 4 Wochen damit nicht gespielt hat und wahrscheinlich in 4 Wochen wieder Lust bekommt? Dann kann man natürlich auch mal sowas machen wie separate Sachen, wie jetzt das Lego einfach mal in den Keller zu stellen oder in die Abstellkammer oder sowas und nach ein paar Monaten wieder rauszuholen, dann hat man wieder Spaß dran, sowas haben wir auch schon mal gemacht. Aber wenn man wirklich merkt, das Kind spielt seit Ewigkeiten nicht mehr damit, dann ist es eine totale Befreiung für das Kind, die Spielsachen auszusortieren. In unserem Fall haben wir alles gespendet, das ist alles an die Rumänienhilfe gegangen. Und das war wirklich nicht wenig, denn es gab so einige Sachen, wo er das Interesse wirklich total verloren hat oder wirklich einige Autos auch etc. Auch wenn er noch mit Autos spielt, aber so viele Autos, dass er gesagt hat, mit denen spiele ich gerne, das sind meine Lieblingsautos und die, naja, ich weiß nicht, da spiele ich nicht so gerne mit, die dürfen weg. Bedeutet also auch nur Lieblingsteile behalten. Das ist wieder total das Konzept vom Minimalismus. Nur das haben, was man wirklich richtig, richtig gerne mag. Capsule Wardrobe, nur die Teile zu haben, die man auch wirklich richtig gerne mag, Lieblingsteile zu besitzen. Und siehe da, nach dem Ausmisten ging das Aufräumen auch sehr viel einfacher. Punkt Nummer 5. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, denn es ist zu viel. Ja, vielleicht kennt ihr das selber. Ich hatte das früher ganz extrem in meinem Kleiderschrank. Ich stand davor und habe manchmal eine Stunde Sachen an- und ausgezogen und wusste nicht, was ich anziehen sollte. Es war einfach zu viel. Ich hatte keine klare Linie drin. Ich wusste nicht wirklich, was ich anziehen sollte und es hat mich verdammt unglücklich gemacht. Und genau das habe ich auch bei meinem Sohn beobachtet, dass
wenn einfach zu viel Angebot da ist. Wenn es zu viele verschiedene Sachen sind, dann können sich die Kinder einfach total schlecht entscheiden. Dann sehen die Kinder überhaupt gar nicht mehr die einzelnen Dinge, sondern sie sehen einfach nur das Ganze. Sie sehen einfach nur so, boah, puh, super viel. Und irgendwas davon soll ich mir jetzt aussuchen. Und der Blick für die einzelnen Dinge geht total verloren. Und selbst wenn sie sich ein Ding auserkoren haben und es suchen, wird es einfach so oft nicht gefunden. Dinge geraten total in Vergessenheit. Das ist wirklich so dieses Prinzip, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich kenne das selber, ich bin in einem absolut vollgeproppten Kinderzimmer groß geworden und ich saß da ständig und habe gedacht so, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Es war zu viel Angebot und zu viel Angebot kann auch bewirken, dass wir uns so fühlen, als hätten wir irgendwie gar keine Möglichkeit. Deswegen also auch, was Kinderspielzeug angeht, gibt es tatsächlich ein zu viel, denn unser Organismus ist dafür nicht gemacht. Ich finde es immer sehr hilfreich, manchmal so zurückzudenken. Wie wäre das denn halt vor ein paar hundert Jahren gewesen? Denn so wie wir jetzt durch die Industrialisierung leben, ist es nicht natürlich, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch echt nicht lange so. Denk mal wirklich so ein paar hundert oder auch ein paar tausend Jahre vielleicht sogar zurück. Wie haben Kinder gelebt? Womit haben sie sich beschäftigt? Womit haben sie gespielt? Hatten die Kinderzimmer, die so vollgeproppt sind? Ist es wirklich wichtig für ein Kind, wenn es so überladen ist? Nein, eigentlich nicht. Denn wir nehmen den Kindern dann ja eigentlich den Spaß an den einzelnen Spielsachen, wenn sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Bedeutet also auch, da tun wir ihnen einen Gefallen, wenn wir den Wald ein bisschen ausdünnen. Punkt Nummer 6, weniger Entscheidungsschwierigkeiten. Ja, auch wenn wir so ein Riesenangebot haben, bedeutet das natürlich nicht nur, dass wir so die einzelnen Sachen überhaupt gar nicht mehr richtig sehen und erkennen und vielleicht monatelang gar nicht mehr dran denken, dass wir, ach ja, das habe ich ja auch noch, sondern wir sehen einfach 100.000 Möglichkeiten. 2.000 Möglichkeiten davon kommen für uns vielleicht sogar wirklich in Frage und finden wir total toll, aber sich aus diesen 2.000 Möglichkeiten eine rauszusuchen, ist gerade für Kinder einfach unheimlich schwierig. Bedeutet also auch da, um Kindern beizubringen, sich zu entscheiden, hilft es manchmal, nicht 5 Teile hinzulegen, sondern vielleicht nur noch 2 und zwischen den beiden Sachen auszusuchen. Heißt also, ist das Zimmer vollgestopft mit Hunderten und Tausenden von Spielsachen, werden die Kinder wahrscheinlich sehr schnell unzufrieden sein und vielleicht manchmal total quengelnd aus dem Zimmer rauskommen. So habe ich die Erfahrung gemacht und auch in meiner Kindheit war das so. Denn sie wissen einfach überhaupt nicht, womit sie spielen sollen, weil sie sich nicht entscheiden können. Weniger Dinge bedeutet auch weniger Auswahl und somit eine leichtere Entscheidung. Wir helfen unseren Kindern also damit, sich überhaupt erstmal in dieses Thema reinzufinden, wie man Entscheidungen trifft. Wie sollen sie später im Leben vernünftig Entscheidungen treffen zu können, wenn sie das als Kind nicht mal können, weil ein Überangebot da ist? Wir gehen immer davon aus, dass das ja alles irgendwie so funktionieren muss, dass es mit Sicherheit das Beste für unsere Kinder sind, aber wie gesagt, denk mal zurück vor ein paar hundert, vor ein paar tausend Jahren. Unser ganzes Gehirn, unser Organismus, unsere ganze Denkweise ist für solche Situationen einfach nicht ausgelegt. Punkt Nummer 9. Achtsamkeit, was wirklich wichtig ist. Ich habe sehr, sehr stark gemerkt, dass mein Sohn irgendwann verstanden hat, dass man darauf wirklich achten muss, was ist mir wirklich wichtig. Ich habe ihm das sehr, sehr oft erklärt, auch wenn wir Spielzeug gekauft haben zum Beispiel. Und er hat zu dem Erstbesten gegriffen, habe ich gesagt, warte, wir gucken erst nochmal weiter. Womit spielst du wirklich? Macht dir das dann wirklich, wirklich Spaß? Hast du da viel von? Oder sieht das gerade nur toll aus und möchtest du das, weiß nicht, einfach nur haben, weil es toll aussieht und nach 5 Minuten liegt es wieder in der Ecke? Und habe ihm geholfen, Achtsamkeit in diese Entscheidung wirklich reinzubringen und sich zu fragen, okay, was macht für mich wirklich Sinn? Mit welchen Spielsachen habe ich dann im Endeffekt auch wirklich sehr viel Spaß? Und was landet einfach nur im Schrank? Was wünsche ich mir zu Weihnachten oder gebe vielleicht mein Taschengeld dafür aus, um es hinterher einfach nur im Schrank liegen zu haben? Es macht halt einfach keinen Sinn. Wie zum Beispiel diese 1-Euro-Spielzeuge, die nach 2-3 Mal benutzen einfach meistens kaputt gehen. Ich kann mich noch sehr gut an die letzte Kirmes erinnern, auf der wir waren, wo mein Sohn sich Taschengeld mitnehmen wollte und hat sich da an einem Stand
so ein Plastikschwert gekauft. Man hat direkt gesehen, es ist nicht gut verarbeitet. Das sind die Sachen von der Kirmes halt meistens nicht. Und ich habe ihm gesagt, du musst da sehr vorsichtig mit umgehen, sonst geht es wahrscheinlich kaputt. Dreimal dürft ihr raten, nach 2-3 Tagen war das Schwert kaputt. Der Henkel war abgebrochen und ja, was soll ich sagen? Die Tränen kamen natürlich einfach und es tat mir total leid und solche Erfahrungen muss man natürlich auch machen. Aber es hat ihm halt einfach gezeigt, dass man sich sehr gut überlegen muss, wofür man sein Geld ausgibt, wofür man sich entscheidet, dass man nicht immer nur nach Spaß guckt, sondern vielleicht sogar mal nach Qualität. Und mittlerweile ist er 7 und jetzt geht es schon so ein bisschen in die Richtung, dass wir nicht nur das Thema Minimalismus haben, sondern vielleicht auch das Thema Qualität oder Herkunft. Und ich finde es bemerkenswert, wie gut das einfach bei ihm ankommt. Und ich glaube, wäre ich nicht so früh mit dem Thema angefangen, würde er das jetzt in dem Ausmaß auch noch überhaupt gar nicht richtig greifen können. Denn jetzt merkt man, als wir das letzte Mal Spielzeug gekauft haben, war das zum Beispiel ein ferngesteuertes Auto, was er unbedingt haben wollte, sind wir viele Optionen durchgegangen. Er hatte sich direkt eins auserkoren. Ich sagte, nein, nicht so, komm, wir gucken erst nochmal weiter. Gefällt der besser oder der? Und im Endeffekt haben wir einen genommen, der auch nicht so schnell kaputt gehen konnte, weil der sich sogar drehen kann. Also im Prinzip kann er auch über Kopf fahren. Und es war definitiv die richtige Entscheidung. Denn wir haben im Laden noch so ein bisschen besprochen, was ist dir denn auch an dem Teil wirklich wichtig? Möchtest du, dass der einfach nur so gut fahren kann oder würdest du auch irgendwie gerne mal über einen Huckel drüber fahren und dass der sich vielleicht überschlagen kann oder so, findest du das halt einfach irgendwie besser. Der andere geht vielleicht auch schneller kaputt, wenn er sich halt irgendwie überschlägt, dafür ist er nicht gemacht. Man muss halt einfach wissen, was ist einem wichtig. Nicht nur das Spielzeug selber, sondern auch, wofür möchte man das wirklich benutzen. Und das Thema Minimalismus bringt einen einfach hervorragend dazu, dass man schon sehr, sehr früh weiß, was man möchte, warum man es möchte und auch durchzublicken, welche Qualität oder welchen Zustand, welche Variation, welches Teil wirklich für einen am besten geeignet ist. Und der 8. Punkt ist der Punkt Kreativität. Über den Punkt habe ich sogar mit meiner Therapeutin gesprochen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die Gesellschaft einem vermittelt, also einem ein schlechtes Gefühl vermittelt, wenn das Kind kein mega vollgeprobtes Zimmer hat. Und ich habe sie gefragt, beziehungsweise ihr gesagt, dass ich mich manchmal, gibt es Phasen, da fühle ich mich schlecht damit, als wenn ich meinem Kind das nicht erlaube, was es aber eigentlich haben sollte und was es darf und oh, das wäre doch bestimmt besser, wenn. Und dann hat meine Therapeutin etwas gesagt, wo ich früher auch schon mal dran gedacht habe, aber sie hat es mir nochmal umfassender erklärt. Und zwar, dass Kreativität sehr, sehr wichtig ist und nicht nur fürs Spiel selbst, sondern auch fürs spätere Leben. Und dass, wenn wir Kinder immer bespaßen mit neuem Spielzeug oder wir Erwachsene die Kinder immer bespaßen, sobald sie irgendwie einfach sagen, hey, wir haben Langeweile und man irgendwie zum halben Animateur wird, wenn Kinderbesuch da ist, dann tut man dem Kind oder den Kindern im Endeffekt keinen Gefallen, weil sie verlernen, eigene Ideen zu entwickeln. Sie verlernen, die Kreativität wirklich anzuregen und sich selber Spiele auszudenken. Alleine oder auch mit Freunden die Natur zu erkunden und mit Stöcker und Steinen zu spielen, sich Buden zu bauen und Geschichten auszudenken und Geschichten nachzuspielen. Diese Fähigkeiten oder diese Situationen ermöglichen wir ihnen nicht mehr, wenn wir sie immer wieder mit der nächsten PlayStation, mit der nächsten Xbox, mit den, neuesten Actionfiguren und dies, das, jene mit allem Möglichen immer zuballern, damit die Kinder was zum Spielen haben oder wir direkt die riesen Seifenblasen rausholen, wenn der Besuch da ist, damit bloß niemand einmal sagt, dass ihm langweilig ist. Denn fürs spätere Leben lernen sie leider dann dadurch und das fand ich sehr interessant, da habe ich so nie drüber nachgedacht, dass es immer irgendetwas oder irgendjemanden gibt, der sie belustigen und animieren muss. Sie lernen nicht, dass sie für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Freude, für ihren eigenen Spaß etc. verantwortlich sind, sondern haben immer das Gefühl, dass es etwas von außen sein muss. Vielleicht sind es dann diejenigen, die irgendwann später von morgens bis abends einfach nur vor der Konsole oder vorm Fernseher sitzen, weil sie den Eindruck haben, dass sie irgendetwas von außen haben müssen, was ihnen halt einfach immer wieder Spaß bringt. Manchmal werden es auch Menschen, die immer anderen Leuten die Schuld dafür geben, wenn das eigene Leben nicht so läuft, wie man das eigentlich möchte.
Und so oft kommt es vor, dass wir etwas aus vollstem Herzen tun. Wir wollen unseren Kindern so viel Gutes tun und sie mit Geschenken überhäufen, weil wir manchmal Geschenke leider mit Liebe gleichsetzen. Dabei ist es oftmals besser, das nicht zu tun und Aufmerksamkeit und gemeinsame Zeit mehr mit Liebe gleichsetzen sollten. Und manchmal bedeutet das, dass man vielleicht zusammen in den Wald geht, dass man zusammen spazieren geht und einander einfach aufmerksam macht auf die schönen Blumen, die man auf dem Weg sieht, sich gemeinsam die Sterne anschaut oder einfach ein Buch liest. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann, um einem Kind Freude zu bereiten. Und ich für meinen Teil habe auch nach dem Gespräch mit meiner Therapeutin wirklich jeden Zweifel beseitigt, dass Minimalismus für Kinder vielleicht irgendwie doch nicht ganz so toll wäre. Minimalismus ist für Kinder meines Erachtens nach sogar sehr, sehr wichtig. Aber nicht nur für Kinder, sondern eigentlich für uns alle. Denn die Gesellschaft, die sagt uns leider viel zu oft, dass wir nur glücklich werden, wenn wir dies kaufen, wenn wir das kaufen. Wir brauchen das, um glücklich zu sein und das und das und das, um glücklich zu sein. Tja, und da wundern sich viele, warum wir so viele unzufriedene Menschen auf der Welt haben, obwohl wir doch alles haben. Tja, manche Dinge können Fluch und Segen gleichzeitig sein, denke ich. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Was habt ihr für Pro und Kontras, was das Thema Kinder und Minimalismus angeht? Jeder handhabt das so, wie er das natürlich am besten empfindet. Das war meine Überzeugung, das waren meine Gründe, das waren ja die Dinge, die ich so darüber denke, die ich entdeckt habe, die ich beobachtet habe. Und jetzt freue ich mich, wenn ich von euch in den Kommentaren eure Beobachtung und eure Meinung lesen darf. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch solche Themen gefallen und ihr mehr solche Themen haben möchtet. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen. Neue Videos gibt es immer wieder donnerstags um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!